Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online mit dem Kizi. Servus. Und dem Icy, der da hinten uns noch sucht. Ja, das. Ja, Papa! Oh, nee! Jo, wir haben uns gedacht, wir wollen mal so einen Banküberfall machen. Und den soll es ja, so wie ich mal gehört habe, bei Lester geben. Und bei mir wird ja Lester auf der Karte angezeigt. Und mal gucken, ob wir das überhaupt machen können. Oder wie die Mission überhaupt funktionieren. Ich weiß es noch gar nicht. Wollt ich mal sagen, auf los geht's, los, los. Machen wir nochmal der Innenansicht rein. Herrlich. Oh, 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 oh. Was denn? Ich war gerade auf der anderen Fahrbahn. Kommt ihr noch nach oder soll ich langsamer werden? Also, ich bin in der Kiezmin und du bist so fahrend. Am Ende des Tunnels wahrscheinlich schon. Ich bin schon durch, schon lange. Ja, wir sind gerade jetzt am Ende. Jetzt sind wir gerade durch. Bin auf der Brücke. Bin von der Brücke. Ich werde mal langsamer. Jetzt bin ich auf der Brücke. Okay, dann kann ich ja langsam wieder beschleunigen. Kennt der Wagen gar nicht so langsam fahren? Ich fahr grad 70. Na gut, es wird langsam höher auf 80. Sag mal, langsam müsste doch das Auto einen Kolbenfresser kriegen. Welches? Meins, weil das so im roten Bereich ist. Boah. Sag mal, geht's mir, warst du das? Der Kind, sie hat einen Unfall verursacht. Ich war genau hinter ihm und habe ihn noch ein bisschen gedreht. Toll. Icy, was war das für eine Aktion? Das war das, weil du gesagt hast, du hast sie gedreht. Ich drehe mich gern im Kreis. Wenn die Straße voll ist, nehmen wir halt einen Standstreifen. Die schleichen aber so, die Autofahrer. Ja, wie schnell fahren wir denn ungefähr? Also schneller als die anderen definitiv. Markize, woher weißt du, wo es lang geht? Weil du die Wegmarkierung gesetzt hast, wo ich in dein Auto gehockt habe. Hä? Echt? Ja. Okay. Boah. Ach geil. Geil, geil, geil. Alter! Ich
dreh mal dein Auto um. Ja, danke. Habe ich eine Waffe verloren. Oh ja. Na klasse, jetzt hab ich die Cops am Arsch. Ich hab dein Auto erstmal schön eingeparkt. Ich muss erstmal vor den Cops verstecken. In der Werkstatt, ja. Ist schon wieder hier. Ich geh schnell mal in die Werkstatt. Und der Waffenshop ist hier auch noch, sehr schön. Der scheiß Bulle rammt mich, ey. Ja, die suchen Smoke. Suchen mich wie Blade. Oh, hab's abgehängt. Yay! So, hier war's gewesen, ne? Seid ihr soweit? Moment, Moment, Moment. Dein Auto steht da vorne, ne? Ich weiß. Ich hab bloß mein Auto mal schnell repariert. Wollen die denn bitte schön jetzt hin? Ach, schön. Und da unten ist ein Waffenladen. Ja, alles klar. Gut, dass die Bullen das nicht sehen. Warte, warte. Herr Officer, Herr Officer. Hallo, Herr Officer. Herr Officer. Ja. Alter, der. Alter, fett. Und wieder rein. Und wieder raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Was für ein geiler Und wieder Mann. Rein. Hey, das nennt der Arbeiter. Dann kommt er heim. Oh Schatz, ich hab so hart gearbeitet, ich kann nicht mehr. Ach geil. Ah, jetzt fährt er mal. Oder? Ey, der ist mal auf den Fahrersitz gerückt. Ups, shit. Ich bin gerade zu Lester rein aus Versehen. Oh, yes, come in. It's good to see you again. Been a while. Yeah, I've never been good at small talk. I don't have many friends. I do sometimes meet people online and then I arrange to meet them out in the real world and then I go there, but I just I hide. Ich bin hier gerade. Du bist noch in der Garage, sehe ich. Ich? Nein. Ich bin jetzt beim Waffenhändler. Wo ist der Smoker? I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things, coming down the wire soonish. Okay, Lester labert hier ziemlich viel. But don't let me down on this. Bist denn du Smoker? Neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation. Ich bin gerade aus Versehen bei Lester rein. Der hat mich gerade zugetextet. So. Dein Auto, ich sitze nämlich gerade in deinem Auto. Ach, da bist du. Okay, Lester wird mich bald kontaktieren.
Da bin ich ja mal gespannt. Lester ruft an. Hey, how you been doing? Haven't heard from you. Listen, give me a call sometime if you need some work. Komm mal kurz mit deinem Auto rüber zum Waffenhändler. Alter. Okay, Entschuldigung, ich komme wieder zurück. Das ist dein Auto. Ja. Okay, also müssen wir jetzt warten, bis Lester sich bei mir meldet. Wo war denn jetzt der Waffenladen? Ach, dort hinten. Hab ich schon. Oh, ne, hab ich noch nicht. Ich hab schon jede Waffe. Bis auf das MG. Also die Minigun. Oh, sparen wir wieder ein paar Haftbomben. Haftbomben sind voll, wunderbar. I can tell we are gonna get along famously. Schaut das Outfit besser aus? Now you are prepared against government tyranny. Ja. Zieh doch mal ein Bikini an. Nee. Das würde die Quote der Zuschauer bestimmt erhöhen. Lester ruft an! Lester ruft an! We might be ready to move on this thing. If you want the work, you'll get a knock on your door any minute. Okay, wir müssen jetzt in mein Haus. Warte mal. Warte ganz kurz. Geil, Alter, geil! Los, los! Moment. Ja, lass mich raus. Okay, auf okay. Geht's. In mein Haus. Geil. Banküberfall-Mission. Das gibt bestimmt viel Kohle. Und einen Haufen Ärger. Davon kannst du ausgehen. Fahr mal nicht so schnell. Ich hab keine Wegmarkierung. Geil, Alter. Ich kenne die Mission ja überhaupt nicht. In meine Garage rein. Ach, da bist du. Ja. Musste klingeln. Aber wir sind jetzt erstmal am Folgenende, also wird die Überfallmission dann in der nächsten Folge kommen. Jo, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einen Kommentar da, Daumen oder Abo.
oder alles. Jo, und bis zum nächsten Mal. Hast du meine neue Stiefel schon gesehen? Servus. Heiß. Soll ich mich bücken?